Ja, beim letzten Mal haben wir im Stream ja eigentlich relativ unproduktiv probiert, den einen weißen Drachen zu finden. Der fliegt ja hier kreuz und quer über die Welt. Und haben auch probiert, auf ihn raufzukommen. Ich glaube, das Ganze hat irgendwie 3 bis 4 Stunden gedauert und wir haben es tatsächlich nicht geschafft, weil uns ein bisschen Ausdauer fehlte, immer so ein bisschen oder ein bisschen Batterien. Deswegen habe ich gedacht, okay, wir spielen erstmal noch ein bisschen mit der Story und so weiter und probieren es später einfach nochmal. Vor allem gerade bei den Zoras ist ja so ein hoher Berg in der Luft. Da könnte man das Ganze vielleicht dann nochmal gut probieren. Aber jetzt wissen wir, wo wir ihn finden können und wie wir da eventuell auch raufkommen könnten. Hier kommt das stimmt, hier kommt diese Matschepatsche runter, ne? Da oben müssen wir bestimmt hoch. Da oben ist garantiert das Dungeon und ich vermute, es ist so ein riesen Octorok oder so. Das ist so typisch Zelda. Nee, aber wir haben ja vor kurzem ein bisschen storymäßig was kennengelernt und da waren ja 6 Verbündete vom König zu sehen. Und Zelda ist ja mit dabei gewesen und definitiv ein Gerone, ein Gerudo und so weiter. Es wären aber halt nur 5. Da war aber noch eine 6. Person abgebildet, wollte ich gerade sagen, mit dabei. Da bin ich immer noch gespannt. Vielleicht gibt es noch ein Volk, von dem wir noch gar nichts wissen oder so. Ja, cool. Aber erstmal hier. Schlamm. Bestimmt jetzt so ein Splatoon-Gegner oder so. Das wäre auch lustig, glaube ich. Es tut mir so leid. Alle Opfer sind nun behandelt. Doch dabei haben wir all unsere Wasserfrüchte aufgebraucht. Vielen ging es schlimmer, als wir erwartet hatten. Ich bin wirklich untröstlich. Entschuldigt euch nicht. Ihr habt das Richtige getan. Das Wohlbefinden der Dorfbewohner ist das Allerwichtigste. Wenn wir noch die Statue irgendwie säubern könnten. Nanu? Bist du zu Besuch im Dorf? Verzeih, dass wir dich nicht gegrüßt haben. Wir waren ganz ins Gespräch vertieft. Das Dorf der Zoras leidet derzeit nämlich unvorstellbar aufgrund des Schlamms, der sich vom Himmel auf uns ergießt. Fürs Erste konnten wir die Lage in den Griff bekommen, doch das Dorf ist nach wie vor furchtbar verschmutzt. So wie diese wundervolle Statue. Ach, und dabei ist sie den Dorfbewohnern doch so lieb und teuer. Wir suchen gerade flossenringend nach einer Möglichkeit, den Schlamm vorzuspülen. Leider können wir dir derzeit nicht die gebührende Gastlichkeit entgegenbringen. Doch sei herzlich bei uns willkommen. Hm, okay, okay. So. Wir haben doch hier Wasserflaschen und Pfeile und ich würde mal sagen, Utschi. Das hat super geklappt, oder? Ist alles runter? Ein bisschen ist noch, aber das zählt, glaube ich, nicht. Ach nee, das sind die Sachen von der Statue selber. Okido, haben wir das schon mal runter. Der Schlamm. Du warst es, der die Statue vom Schlamm befreit hat, nicht wahr? Diese Statue ist für das Dorf der Zoras das Symbol einer neuen Hoffnung. Danke, dass du uns bei der Säuberung so fleißig geholfen hast. Diese Statue, musst du wissen, sie stellt 2 heldenhafte Seelen dar, die das Dorf einst aus höchster Not retteten. Ganz recht, Sidon, Prinz der Zoras und Retter Link, den unbeugsamen hylianischen Schwertkämpfer. So, so sieht er also aus. Ich habe mal von ihm gehört. Was für ein großartiger Kämpfer. Ich würde ihn nur zu gern eines Tages einmal treffen. Aber ich muss schon sagen, du hast geradezu denselben Körperbau wie die Statue. Die Augen ähneln sich auch. Und Hylianer bist du ebenfalls. Ein Schwertkämpfer? Nein, unmöglich. Völlig ausgeschlossen. Bist du etwa... Ja, ich bin der Bruder. Ich bin Lunk. Ah, du bist tatsächlich der Link? Vergiss nicht deine Manieren, Hifumi. Huch, Verzeihung. Wollte nicht so über dich herfallen. Ja, bitte verzeih uns. Was für eine Überraschung, dass du Link bist, der viel besungene Schwertkämpfer. Ich habe seit meiner Ankunft hier im Dorf fast jeden Tag Geschichten über dich gehört. Ich bin Prinz Sidons Verlobte. Anscheinend seid ihr ja gute Freunde. Ich heiße Jona. Freut mich sehr. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen, lieber Link. Das ist die, wo wir hin sollten. Also es gibt ja mehrere Zora-Völker, wahrscheinlich.
Und die kommt halt wahrscheinlich aus einem anderen Volk, weil deswegen ist sie jetzt hier quasi neu angekommen und so. Alle sagten, du seist zusammen mit Prinzessin Zelda verschollen. Darf ich fragen, was dich hierher verschlagen hat? So etwas Furchtbares und das gleich unter Schloss Hyrule? Und nun reist du umher, um die Sache zu ergründen? Ihr seid also hier ins Dorf gekommen, weil ihr vermutet, Prinzessin Zelda könnte sich hier befinden? Schau dich bitte überall um, egal wo das ganze Dorf steht dir offen. Oh, da kommt mir eine Idee. Du solltest mit Prinz Sidon sprechen. Er wird völlig außer Rand und Band geraten, wenn er dich wieder sieht. Da bin ich mir ganz sicher. Den haben wir doch schon getroffen. Ah, so ist das. Ich hätte wissen müssen, dass du Mifas Stätte bereits besucht hast. Hihi. Ach, wäre ich doch nur dabei gewesen und hätte Prinz Sidons strahlendes Gesicht selbst gesehen. Doch seltsam, dass er dich sofort zu mir geschickt hat, obwohl er damit ja zeigt, wie sehr er an mich denkt. Link, bitte begib dich erneut zu Sidon und sprich mit ihm. Ich bin ganz sicher, dass er dir nicht alles verraten hat, was ihn bedrückt. Werte Yona, es ist Zeit. Wir müssen uns leider aufmachen. Oh, es tut mir leid, aber ich muss leider fort. Ist okay. Ach so, aber falls dir nichts ausmacht, hätte ich noch eine weitere Bitte an dich. Könntest du nach deinem Treffen mit Prinz Sidon zu mir ins Krankenbad auf der Ebene über uns kommen? Möglicherweise kann ich noch etwas für dich tun. So. Cool, cool. Die haben uns eine Statue gebaut. Das ist ja richtig cool. Ja, das sind wir. Bisschen größer. Okay. Sieht hier wirklich alles ziemlich matschig aus und... Boah, das ist hier alles. Matschepatsche. So, gibt's denn hier eigentlich auch irgendwo eine Zora-Rüstung zu kaufen oder müssen wir die finden? Das ist einfach nur Schmuck, ne? Den können wir nicht kaufen. Hier ist gar nicht der Shop, ne? Doch, doch, hier ist der Shop. Okay, die gibt es anscheinend noch nicht. So, wir müssen zu Prinz, Schlammdidam. Die singen sogar über den Schlamm schon. Das ist cool. Och, ja. So, wir waren da oben nämlich schon. Das Coole ist, wir haben jetzt da einen Teleportpunkt. Das heißt, wir können uns den Weg so ein bisschen ersparen. Müssen da nicht extra nochmal hochkraxeln. Das ist schon mal ziemlich cool. Babam, babam. So, und da müssen wir wahrscheinlich hoch. Können wir da drin hochschwimmen? Ja, er probiert hier immer noch das Wasser zu reinigen, ne? Oh, du bist es, Link. Warst du im Dorf der Zoras? Ah, ich verstehe. Also hat das Dorf immer noch mit dem Schlamm zu kämpfen. Dennoch bin ich erleichtert, dass es Yona und den Dorfbewohnern den Umständen entsprechend gut geht. Ich danke dir für deinen Bericht, Link. Ach ja, da dies nun geklärt ist, möchte ich dich etwas fragen, das mich seit unserem letzten Treffen beschäftigt. Du sagtest, dass du auf einer Himmelsinsel aufgewacht bist, Link. Der Himmel? Ob dort die Wurzel alles Übels zu finden ist? Oder vielleicht die Lösung für all unsere Probleme? Ich hatte mich ohnehin gefragt, inwiefern die schwebende Insel mit dem herabfallenden Schlamm zusammenhängt. Daher trug ich einem Zora-Gelehrten auf, unsere alten Schriften und Dokumente durchzugehen. Er soll alles herausschöpfen, was mit dem Himmel und den seltsamen Ruinen in Verbindung stehen könnte. Ich selbst kann leider nicht hier fort, da ich den Schlamm bekämpfen muss, der diesen Ort besudelt. Du musst wissen... Hier entspringt das Wasser, das unser Dorf am Leben hält. Und ich setze meine Kraft ein, die Macht über das Wasser, um den Schlamm vom Wasser zu trennen und es zu läutern. Oh, ist das eine Schlammmasse da. Sollte ich auch nur einen Augenblick lang von hier weichen, würde unser Dorf von den Schlammmassen erstickt werden. Daher
bin ich derzeit Gefangener dieses Ortes. Mir sind die Flossen gebunden. Doch eine Sache noch, Link. Man nimmt an, dass Prinzessin Zeldas Verbleib mit den Ruinen und den Inseln am Himmel in Verbindung stehen könnte. Am besten sprichst du selbst mit unserem Gelehrten. Es handelt sich um den alten Giotto. Er sollte am Totosee seinen Studien nachgehen. Nordwestlich von hier. Sicher findest du ihn dort. Ich bin wirklich froh, dich nach so langer Zeit wieder zu sehen, Link. Besuch mich gerne jederzeit wieder. Ja, Lidon. Haben nette Abenteuer erlebt zusammen. So, wir können rein theoretisch jetzt hier auch ganz viel befreien. Bin mir nicht sicher, ob der Schlamm verschwindet, so wie der Schnee, wenn wir das quasi gerettet haben. Oder ob wir dann immer noch, mit dem Partner, den wir kriegen, wer auch immer das sein wird, ich glaube nicht, dass das Sidon ist, dass der uns dann hilft, quasi den Schlamm zu entfernen. Oh, was ist hier los? Ganz viel Echsengedöns. Weil wir hier auch viele Wasserfrüchte finden und so. Da hinten ist der Drache. Da hinten ist dieser Dreiköpfige. Ich habe schlechte Erinnerungen an den Kampf. Wir haben ihn mal probiert, aber wir reden einfach nicht wieder drüber. Oh je, ich verstehe diesen Gelehrten nicht so richtig. Kann er beim Forschen nicht etwas vorsichtiger sein? Hat mich jemand, bei meinem kleinen Selbstgespräch belauscht? Also, bitte nicht falsch verstehen. Giotto sagte, es wäre für die Untersuchung und fasst dabei alle möglich gefährlichen Sachen an. Als seine Wache mache ich mich das ziemlich nervös. Darum habe ich mich ein wenig beklagt. Okay. Also siehst du das Loch da? Ach, da steht er doch. Durch den Kataklysmus wurde die Klippe zerstört und die alte Ruine kam zum Vorschein. Und dann leitete Prinz Sidon eine Untersuchung ein. Das ist das Fachgebiet des gelehrten Giotto. Daher ist er wirklich begeistert und sieht sich jeden Winkel der Ruinen an. Okay, cool. Wasserfrüchte, die können wir definitiv noch gut brauchen. Oh, hier ist auch so ein Gemälde. Schrift. Eine antike Zora-Tafel. Haben wir da nicht letztes Mal auch welche gehabt? Beim ersten Teil? Diese eleganten Schwünge. Eine Inschrift, die wie stürmische Wogen anmutet. Diese antiken Steintafeln haben unsere Ahnen vor langer Zeit angefertigt und uns hinterlassen. Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches. Tropfen, Wasserbrücke. So ein Pech. Der Text ist nur in Fragmenten lesbar. Link. Verzeih meine Unhöflichkeit, aber ich muss dir unbedingt von meiner großartigen Entdeckung berichten. Dabei handelt es sich ohne Zweifel um eine uralte Steintafel der Zoras, auf der auch der Himmel erwähnt wird. Allerdings ist die Steintafel stark beschädigt, sodass sie für mich nur sehr wenig Sinn ergibt. Wenn ich jedoch nur ein klein wenig mehr erkennen könnte, was soll ich jetzt nur tun? Wegen Zoras redet er mal mit Okay. Können wir einfach... Das wäre zu einfach, Zeitrückkehr. Aber... das sind hier nicht die Fragmente, ne? Ich dachte, dass hier vielleicht die Fragmente rumliegen, dass wir die da wieder einsetzen können. Nee. Aber irgendwie müssen die doch sein.
Okay, okay. Jump mal einmal durch die Decke. Gehen wir hier oben um. Nochmal neue Wasserfrüchte. Jo. Die komischen Vogeltypen haben jetzt auf einmal auch Echsenmenschen dabei. Oh, das wird spaßiger, glaube ich. Hier ist nämlich auch noch sowas davon. Weiß gar nicht, ob ich die auch einfach... Ah, jetzt habe ich es eh kombiniert. Das ist halt echt aufwendig. Wollte eigentlich das so machen. Das geht, glaube ich, besser. Aber dafür brauche ich halt 5000 Wasserfrüchte. Und es ist nicht mal was drunter. Wow. Ah, hier auch nicht. Okay, ich dachte, wir finden da jetzt vielleicht irgendwo was Verstecktes. Hier, oh, ich bin ja auch richtig blind. Mal wieder. Da ist doch die... Hallo? Schlagen wollte ich mich damit jetzt aber auch nicht. Bin ich überhaupt begeistert davon? Die Steintafel. Link, ich bin dir zu Dank verpflichtet. Oh, jetzt kann man... Ja, jetzt ist die Inschrift lesbar. Stell dich auf das Land des Himmelsfisches und erblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Durchschieß ihn mit dem Symbol des Königs. Dies enthüllt das Versteck der Wasserbrücke, die uns Soras mit dem Himmelsvolk verbindet. Das ist ja umwerfend. Ein Weg in den Himmel. Eine Möglichkeit, erhabenste Sphären zu erklimmen. Doch nicht zu vorschnell. Schließlich gibt der Text uns zuvor noch allerlei Rätsel auf. Was genau mag mit all den Begriffen gemeinsam? Wie sollen die Schritte durchgeführt werden? Versteht, dass hier die Rede vom Symbol des Königs ist. Obwohl seine Hoheit, König Durefan, mehr dazu weiß? So langsam müsste er von seiner Suche nach dem Ursprung des Schlamms doch wieder ins Dorf zurückkehren. Warte mal, Himmelsfisch? Nee, ne? Auf der Karte sieht nichts aus wie ein Fisch, oder? Das gar nicht. Da ist noch. So, wo müssen wir denn hin? Jetzt immer noch mit ihm? Aber der Dorefan müsste ja zurück sein, ne? Deswegen können wir jetzt eigentlich Richtung Dorf wieder. Königsschlag, boah! Dorefan-Kick, boah! Der König ist knallhart, boah, 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 boah! Oh nein, ich hab verloren! Plitsch, platsch, schlimm, schlamm, schlimmer, schlimmer, schlamm. Grill, schreckliche Monster. Diesmal bist du über mir. Ich muss mich zurückziehen. Auf ins Geheimhaus. Dort bin ich sicher. Und, oh hey, willst du was? Wir haben schon genug Leute zum Ich bin König Dorefan spielen. Keiner mag mehr mitmachen. Und du machst unser Spiel voll kaputt. Geh sofort weg, sonst... Sonst verbannt dich der König. Jawohl. Okay. Lass ich mir von so kleinen Glitscheplatschis irgendwas sagen? Wurde vertrieben. Okay, okay. So, wir sollen in das Heilbad nochmal kommen, ne? Ja, hier ist er. Dieser Schlamm sitzt so fest.
Wenn es dem Patienten doch nur bald wieder besser gehen würde. Werte Jona, Link möchte mit euch sprechen. Oh, Link, da bist du ja. Ich hatte ja angedeutet, dass ich vielleicht noch etwas für dich tun kann. Es geht um deine Zora-Rüstung, die du hier im Dorf zur Reparatur abgegeben hattest. Sie ist fast wieder wie neu. Nur eine Kleinigkeit fehlt im Moment noch, um die Reparatur abzuschließen. Ich brauche die Schuppe eines Fisches namens Uralter Arowana. Leider ist er in letzter Zeit sehr rar geworden. Ich habe keine Ahnung, wo man noch ein Exemplar finden könnte. Die Schuppe sind ein gängiges Material für Rüstung, also kann dir der Schmied Dento vielleicht weiterhelfen. Du hast uns die Rüstung anvertraut und nun benötigen wir zur Reparatur doch noch deine Hilfe. Das ist mir schon ziemlich peinlich. Aber wenn du mir eine uralte Arowana besorgst, ist deine Rüstung im Nu fertig. Versprochen. Mit der Zora-Rüstung könntest du selbst als Jana Wasserfälle hinaufschwimmen. Diese Fähigkeit wäre dir auf deiner Reise sicher von riesigem Nutzen. Stimmt's? Ja, damit kommen wir da hoch. Stimmt. Und ich habe... Aber das? Ist das etwa eine echte uralte Arowana? Sag bloß, du hast bereits eine fangen können. Ja. Cool, ich weiß gar nicht mehr, wo wir die her hatten. Ich hatte mich noch gewundert. Mit diesem Fisch kann ich deine Zora-Rüstung endlich vollenden. Warte bitte kurz, ich muss zu meinem Werkzeug. Wird überhaupt nicht lange dauern. Sehr cool, dann kriegen wir die Zora-Rüstung hier. Sehr nice. Bitte sehr, wassertauglich und wie neu. Schwimmtempo hoch. Ich bin wirklich glücklich, dass mir die Reparatur gut gelungen ist. Die Rüstung ist wahrhaftig ein Schatz sondergleichen. Die Zora-Rüstung gestattet es Silianern wie dir, Wasserfälle zu erklimmen. Natürlich weißt du das bereits selbst. Möge dir ihre Kraft auf deiner Suche nach ihrer Hoheit Prinzessin Zelda vom Nutzen sein. Sehr cool. Ein Schlammwasserfall kann man leider nicht hinaufschwimmen. Oh, schade. Diesen Wasserfall solltest du mit deinen Fähigkeiten aber hochschwimmen können. Auch wenn er etwas trüb ist. Ich hoffe, dass dir die Rüstung bei der Suche nach Prinzessin Zelda helfen kann. Okay, wir haben eine neue Rüstung. Auch komischerweise nur ein Teil davon. Aber ja. Damit können wir trotzdem schneller schwimmen. Aber wir können damit nicht diese Schlammwasserfälle hoch, was ich gehofft hatte. Ein Geheimnis. Die Kinder scheinen viel Spaß mit ihrem geheimen Spiel im Thronsaal zu haben. Sie versuchen, König Dorefan nachzumachen. Ich würde ja nur zu gerne wissen, worüber sie sich unterhalten. Die machen ihn nach? Ja, aber sie sagen, es wäre alles geheim und lassen keine Erwachsenen in ihre Nähe. König Dorefan persönlich soll ihnen aufgetragen haben, alles geheim zu halten. Was das wohl für ein Geheimnis ist? Ich meine, wenn es das Geheimnis von König Dorefan ist, sollte Prinzidon doch davon erfahren. Das ist doch eine gute Ausrede, ein guter Grund, um sie zu belauschen. Dann könnte ich zu Prinzidon gehen und ihm davon erzählen. Wenn ich versuche, mich hineinzuschleichen, bemerken sie mich. Sie haben sogar Letogan rausgeworfen, als er den Thronsaal putzen wollte. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, ihn aus dem Verborgenen zuzuhören? Ah. Muss ich mich jetzt hier... Hammerkönig, du Wohlfahren. Ah, hier bin ich. Ich habe die Heldentat vollbracht. Hurra! Aber der klebrige Schlamm hat mich erwischt.
Was tue ich nur? Zynig dunkel fahren. Zettet eure Zeben. Swimmt in euer Zersteck. Hey, so redet Musu doch gar nicht. Mach's gefällig richtig. Wieso muss ich überhaupt Musu und das böse Ungeheuer zugleich spielen? Das ist doof. Ich sag mal, wie ist das nochmal, wo König Dorofan sich versteckt? Ha, also ich weiß das noch. Seine Hoheit hat es mir ja persönlich gesagt, weil ich so wichtig bin. Das hieß, irgendwas mit Krawall, Kristallwasserpalast? Kristallwasser? Ui, das klingt schön. Ob das vielleicht irgendwo ist, wo besonders klares Wasser fließt? Dabei ist das ganze Wasserumfeld des Dorfes ja zum Großteil mit Schlamm verdreckt. Oh ja, irgendwo zwischen dem Donnerhorn und dem Dorf soll es noch eine Stelle mit klarem Wasser geben. Und es soll da auch einen geheimen Eingang geben, der hinter einem Wasserfall verborgen ist. Super geheim, super aufregend. Also ein Geheimgang hinter einem Wasserfall? Ui, das ist aber wirklich aufregend. Und ob? Aber wenn man weiß, wo man anfangen muss, ist es gar nicht. Hey, darüber dürfen wir nicht sprechen. Musu hat uns doch 100-mal gesagt, kein Wort über das Versteck. Kein Wort zu keinem. Ja doch, kein Frosch. Hört doch eh keiner hier zu. Höchstens Fischlein im Wasser. Gut, dann wieder von vorn. Ich bin wieder der König. Und ihr zwei seid diesmal... Bäh, schon wieder? Ich will was anderes spielen. Ja, Lauschangriff erfolgreich. Wir sind einfach ein Spion. Wir haben zwar noch nicht die Ninja-Rüstung, die gibt's auch noch, glaube ich, oder so eine Giga-Rüstung. Eine Ninja-Rüstung gibt's, glaube ich, auch. Aber die haben wir noch nicht. So, wo ist denn das Donnerhorn? Das Donnerhorn? Da. Ach, okay. Das ist doch fast Mifas Quelle, aber dann hier. Bei dem... Da müsste es dann sein. Okay, da müssen wir zu König Dure fahren. So, jetzt können wir hier aber mal gucken. Oh, das sieht mir schon aus, als wenn da was hinter ist. Das ist halt... Ach, da ist ja sogar ein riesen Tor hinter. Mega geheimer Wasserfall. Oh, voll schön mit den Vögelchen, die hier zwitschern und so. Mag das Spiel echt. Ha. Okay, war der letzte Mal auch schon da? War der da? Quelle von Ranel.